Leute fragen, warum bist du drinne? Du sagst ja wegen Kaffee, die sagen, verpiss dich mal. So ist es. Und ich sag dir ganz ehrlich, Mann, ich habe noch nie mit einem Menschen so krass abgelacht wie mit Flair. Ich hatte Stress mal in so einem Club, so Farid war im Statue. Yes, yo, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Bevor es losgeht, gleich kommt ein Ausschnitt, den ich vielleicht mal einleiten muss, weil es, glaube ich, ein bisschen abrupt ist. Also, es geht um Mock. Wir hatten uns ja vorige Tage, wie vielleicht einige mitbekommen haben, mit Mock, sagen wir mal, gestritten. Es gab sehr wüste, harte Beschimpfungen und so weiter. Und in einem der letzten Livestreams haben wir versucht, ihn, sagen wir mal, bei Instagram auch mal ein bisschen zu ärgern, ein bisschen zu nerven, ein bisschen zu provozieren, weil also, weil wir gehofft haben, neue Buzzer zu bekommen. Ich guck mal, ob wir gerade einen hier haben. Ihr wisst schon. Tu nicht so, als ob du der Miese mit Eier bist. So, auf die Hoffnung sozusagen so einen Teil zu bekommen, hat er aber ziemlich gut pariert, ziemlich cool reagiert und daraus wurde ein Gespräch und plötzlich haben wir mitten im Livestream sozusagen uns vertragen und Frieden geschlossen und die Sache geklärt, ehrlich. Ja, deswegen habe ich übrigens das andere Video auch runtergenommen. Ich dachte, das muss ja dann nicht sein. Und daraufhin einen Stream weiter haben wir sogar einen Mock-Call gehabt, eine Mock-Call. Ja, er hat angerufen, wir haben gesprochen und ziemlich viele coole Sachen erfahren. Es geht um, ja, seine Beziehung zu Flair, seine Beziehung vielleicht auch zu Farid ein bisschen. Viel natürlich über Graffiti, was macht er gerade, wo ist er gerade und so weiter. Freunde, ich würde sagen, ich halte das Intro kurz und viel Spaß mit dem Video. Mock, schreib mal bitte deine Nummer dann auf. Ich habe das wahrscheinlich irgendwann mal geblockt dann. Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du das bist. Schreib doch mal bitte bei Insta, dann entblocke ich das. Jetzt kommt auf jeden Fall ein Call, der den Schall bricht. Jetzt kommt der Call, der den Schall bricht. Hey. Du bist live, ne? Bescheid weiß. Warte, ich mach dich gerade mal laut. Warte ganz kurz. So. Wie geht's? Alles gut, wie geht's dir? Heute ja, gut. Warte, mach mal hier leiser. Okay. Leute, Mock ist am Telefon. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Auf jeden Fall Grüße an den Chat. Grüße an den Chat, Leute. Habt ihr gehört? Es ist ein bisschen leiser, aber es geht schon. Was geht ab? Wo steckst du? Ich bin in der Türkei. Ich chill einfach mein Leben. Kann man fragen, wo? Oder ist das auch nicht so Dings? Also, ich pendel zwischen Izmir, Trabzon und Istanbul. Hast du eigentlich Familie unten? Also bist du eh Türke, ne? Ja, ich habe hier Familie, Freunde, alles gut. Und kannst du, weil du sagst... Ich habe ja viele Freunde, die auch gesucht werden. So, weißt du, wir sind alle hier irgendwie zusammen. Das ist cool. So, als ob wir in Berlin wären. Wallahi. Oh Mann, vermisst du Berlin? Ja, ne? Ich vermisse meine Freunde so. An sich so die Stadt. Gar keinen Bock. Aber wie soll ich es dir erklären? Der Wohlfühlfaktor war ganz cool. Ja. Aber immer wenn es heiß wurde, so, dann wollte ich halt immer weg. Weil es macht keinen Sinn. Berlin hat sich komplett verändert, so, ich weiß nicht, die letzten 10 Jahre, glaube ich. Oh, Abibi, wird gefährlich. Ja, ja, klar, ist ja in jeder Stadt, bei uns ja auch, also ist ja überall so. Oh Mann, aber Alter. Berlin ist extrem, jeder will nach Berlin, du weißt du? Warum wollen die Leute nicht alle nach Dortmund? So, die denken halt, Berlin ist halt die krasse Stadt, aber dabei ist Berlin wie jede Stadt normalerweise. Es ist halt groß, ne? Es ist halt wie beim Ruhr, es ist wie Ruhrgebiet in, als eine Stadt so. Ja, auf jeden Fall. Na, jetzt bin ich in Trabzon, weil ich bin Trabzon-Fan und ich glaube, wir werden dieses Jahr Meister. Ja. Ich wollte halt die letzten Wochen jetzt hier verbringen, damit ich die Meisterfeier mitnehmen kann. Krass. Kann man. Ich habe auch mal einen Pott geholt in Essen. In Essen? Du verarsch mich, ich bin Essener. Ich bin doch Essener. Ja, ich hab mich dort versteckt von. Von 2000 bis 2001. Warum bist du denn immer so auf Flucht? Keiner, ich bin talentiert so, dass alle paar Jahre eine Fahndung rausgeht.
Und warum darf man fragen, warum darfst du das sagen? Also worum geht's? Ja, jetzt, also das letzte Ding, so was jetzt läuft, ist gerade aktuell so Autoschieberei. Ah, okay. Bruder, man darf nicht mit Araber arbeiten, ich schwöre dir. Araber arbeiten ist sehr, sehr schlimm. Kein Rassismus hier im Talk, im Chat. Ja, das kann ich. Es ist sehr viel verändert, auch was dieses Gaunerdenken angeht und so. Anscheißen ist halt Mode geworden. Hast du eigentlich gesessen auch wegen Graffiti? Ja, die letzte Haftstrafe war, da habe ich, das war zu der Zeit, als JPG 3 rausgekommen ist. Ja. Da war ich auf Bewährung und da habe ich 15 Monate kassiert. Nur wegen Graffiti, so lächerlich. Boah, lächerlich, ja. Die Leute fragen, warum bist du drin? Ne? Du sagst ja, wegen Graffiti, dann verpiss ich mal. Aber kann man nicht einfach lügen so, ja, ich habe keine Ahnung, einen umgelegt oder was weiß ich, abgestochen oder so, damit man im Knast härter rüberkommt? Nee, Lügen, also erstens, die Lügen im Knast kommen sehr viel schneller raus, weil du ja dein rotes Papier dabei hast, dein Haftbefehl, beziehungsweise dein Beschluss. Und man lügt einfach nicht so, man steht halt dafür gerade, so was man gemacht hat. Nee, was heißt Lügen? Also so, dass man halt den Leuten das nicht sagen muss, dass man wegen Graffiti war. Nein, ja, das Ding ist, wenn du reinkommst, du kennst ja schon 80%, die drin sind von draußen. Ach so, ja. Oh Mann. Ja, also es spricht sich ja rum. Es ist ja nicht so wie früher. Heutzutage ist ja so Handys, iPads. Ja, ja. Die Leute haben Social Media im Knast. Boah, ja, du hast echt viel Zeit im Knast verbracht. Schade eigentlich, oder nicht? Ja, schon. Ist halt Pech so. Wer im Knast ist, hat Pech gehabt, so, weißt du, kann man nichts machen. Aber wer weiß, was draußen passiert wäre. Heißt ja nicht, dass alles sich zum Guten gewendet hätte. Es hätte ja auch was Schlimmes passieren können, so. Keine Ahnung, ich hätte mein Leben verlieren können oder was weiß ich so. So Knast konserviert, weißt du? Ich ja, sehe zwar älter aus, aber ich bin jünger, wirklich. Was heißt, du siehst älter aus? Du hast ja auch ein gewisses Alter. Also ich denke normal für dein Alter aus. Ja, natürlich, aber so der Kopf ist halt auf jeden Fall jünger, so, weißt du, ich bin halt immer noch offen für vieles. Ich bin mich nicht so damit zufrieden, so, ich bin jetzt alt, jetzt muss ich aufhören, irgendwas zu machen, so. Ich mache halt immer noch das, was du mit 20 gemacht hast. Ja, aber wir doch auch, ich doch auch. Ich meine, irgendwo ist man ja auch, was ich mache, wird ja auch ein bisschen, also wenn die Leute uns kritisieren, dann sagen die ja so irgendwie, ey, ihr seid ja Berufsjugendliche, so. Aber ich finde daran nichts verwerflich, solange man auch sein Geld verdient und es macht uns ja auch Spaß. Oder halt, wenn man weiterkommt, also es ist ja völlig egal, weißt du, ob du jetzt Arzt bist, Müllabfuhr machst oder Twitch machst oder du machst Graffiti. Okay. Jeder macht sein Ding. Also ich finde dieses Denken ist auch so alt, weißt du, dieses, ja, ey, du bist jetzt, ey, guck mal, du bist ja schon 40, kannst du nicht Bilder malen noch so an der Wand? Ja, aber Bruder, Picasso hat bis Ende seines Lebens gemalt, was ist denn der Unterschied? Also was ist der Unterschied? Ja, wahrscheinlich ist jetzt auch so, weil es halt, jetzt ist ja auch so die Masse, so, weißt du? Naja. Die Masse macht ja auch voll viel aus. Keine Ahnung, wenn früher gab es halt eine Handvoll gute Maler und heute ist es ja so, jede Stadt oder, Mann, ich hab mal, ich weiß nicht mehr, wo ich war, ich glaube, es war in Chemnitz bei Ride for Gold. Ja. Da haben wir so, ich bin ja in dieser CMD-Crew. Ja. Und wir haben so ein Battle dort irgendwie gehabt und ich habe mich gut gefühlt. Hab vorgezogen, ich gucke, neben mir steht ein 13-jähriger Junge, ich gucke an, was er malt, ich denke mir so, was ist denn hier los? Ich komme mit 13 weiter. Also, ja, das ist halt schon krass. Ja, das aber ging aber jetzt gar nicht. So, dass, ja. dass die Leute von heute viel mehr Material zur Verfügung haben, so sich viel mehr bilden können. Außer bei Rap. Bei Rap ist anders. So, Deutschrap-Fans sind alles so Neueinsteiger. 2022, ein Deutschrap-Fan kommt dazu, er kennt 2022. Ja. Wenn du ihn fragst, wer fuhrt, ist MOR oder dies, ja, das, Bassbox, der weiß gar nichts, du weißt. Aber Graffiti ist anders. Wenn du bei Graffiti, deswegen, ich finde Graffiti auch viel cooler, weil das habe ich dir auch letztes geschrieben, so. Da zählt halt einfach nur die Action, so. Da kannst du nicht viel labern, so. Du kannst 1000 Sachen sagen, ja, aber du musst halt Fotos nachweisen oder Aktionen, so, weißt du. Das ist das Problem.
Weißt du, was mich ein bisschen abfuckt bei Graffiti? Kennst du das? Guck mal, früher war das so, man ist in seinem Style langsam gewachsen und man hatte auch ein paar Vorbilder. Als Jugendlicher hatte ich so die Vorbilder, so Lumit, Kentu, Atom, Dime, wirst ja alle noch kennen. Das war wahrscheinlich alles deine so Zeit auch, ne? Ich habe mit allen von denen gemalt, außer mit Dime. Ja, ich habe auch alle getroffen. Dime habe ich auch mal getroffen, aber so als Fan getroffen halt, irgendwo auf Jams. Ich habe jetzt nicht mit denen groß gemalt. Aber ich will nur sagen, so, da hatte man so eine Handvoll Vorbilder und ein paar Leute, die man cool fand. Das war die Graffiti-Welt. Heute, das hört ja gar nicht mehr auf. Wenn du auf Instagram jemanden gut findest, dann den nach seiner Verlinkung guckst und dann noch da, der hört ja gar nicht mehr auf. Und die Leute sind alle gut. Die sind sehr gut, die sind übergut. Deswegen, ich habe irgendwie voll den Faden verloren einfach. Das hat mich irgendwann... Es ist halt so, die eigentliche Graffiti-Szene besteht ja nicht aus den Leuten, die Wände bemalen, du weißt du? Ja. Es ist halt eine Handvoll Bomber weltweit. Ja. Geht halt darum, so die meisten Metrosysteme zu malen. Bei mir ging es halt, ich habe halt immer so Einreiseverbot gehabt oder Haftbefehl gehabt. Ich habe halt viele europäische Städte gemacht. War halt auch viel in Asien und so, aber ich konnte mir nie meinen Traum von New York erfüllen. Ah. So. Wenn die mir sagen würden, so, hey, 5 Jahre deines Lebens einfach nur dafür, dass du in die Bronx gehst, du hast einen Train machst, so, dann habe ich das gemacht, dann ist vorbei, so, weißt du? Aber das kriegt man doch hin, ja, durch über vielleicht Kanada oder Miami und so, über Schiff, Miami, irgendwas? Bruder, Interpol ist international. Keine Chance. Aber hast du... Ich werde in diesem Land sterben. Ja, das... Ich werde hier in der Türkei sterben. Ist vorbei. Schade, Mann, ey. Ja, ich New York. Vorbei. Ich meine, ich habe ja letztens im Stream gesagt, du hast so ein bisschen oldschooligeren Style. Dann habe ich den Leuten, die hier im Chat vielleicht alle nicht so Plan haben von Graffiti, habe ich den Scene gezeigt und meinte so, du bist so in der Richtung. Aber schade, dass du deinen Scene nie getroffen hast. Und kannst ja dann nicht treffen, wenn du nicht da bist. Scheiße. Nee, ich habe Scene in Europa schon getroffen, klar, in Frankreich und so. Ah, echt? Ja, okay, ja, das ist geil. Ja, das ist geil. Scene ist so... Ja, ich bin ja bei der 156 Crew. Ja. Sind ja viele auch von denen international vernetzt und so. Das Krasse ist so, ich bin halt so mit meinen Vorbildern von früher, mit den Stars von früher, bin ich in Crews. Boah, und, das ist so geil eigentlich, ne? Ja, genau. Und für mich war, ich war ein kleiner Junge, hab in Berlin gechillt, da gab es halt so eine Wand, da haben halt J1, Ash, D und Amok gemalt. So, Amok kenne ich halt, seitdem ich sehr, sehr klein bin. Ja. Und die haben halt immer dieses 156 gemalt und ich dachte mir so, irgendwann, so kommst du in die Crew, war immer ein Traum und 20 Jahre später kam es. Paar, ja, krass. Krass. Ja, das Ende. Ja, es ist halt so, die Weltelite ist halt so, das Problem ist halt auch, dass der Graffiti-Markt, dass du halt sehr viel Geld verdienst. Guck mal, so ein Steen ist Multimillionär. Wer? Steen? Vorbensky. Ja. Wusste ich gar nicht. Vorbensky, Multimillionär. Wusste ich gar nicht. Was vermarktet der aber dann halt? Dosen und so, oder was? Nee, seine Bilder. Der macht halt so ganz krasse Kunstdrucke. So. Der hat in Paris ein Atelier. Dann hat er seinen Tattoo-Shop in New York. Hat auch noch so einen Dosenladen nebenbei. Und arbeitet mit Galeristen so. Macht halt ganz krasse Drucks und so. Du kriegst ein Bild von Steen, ein großes Bild, nicht mal unter 50.000 Euro. Wusste ich gar nicht, Alter. Ich habe immer Mitleid gehabt. Ich habe immer gedacht, die Oldschooler, weißt du, so wie zum Beispiel, wie in der DJ-Branche, die Oldschooler verdienen alle nichts, dachte ich immer. Ey, krass. Also ich kann dir sagen so, dass vielleicht 30% der New Yorker Oldschool-Kings mittlerweile sich richtig krass aufgebaut haben, aber es gilt auch für deutsche Writer so. Es gibt halt auch viele deutsche, so weißt du, ein Lumit, ein Fiedler. Ja, ja, Lumit und so, ja, oder Dime. Dime und so sind ganz big wahrscheinlich, ne? Ganz big. Weißt du, da schreibt mir ein Typ auf Instagram so, ja, er hat sich so ein Dings geholt, so ein Druck von Scene, einfach nur so einen kleinen Druck auf A3-Papier und hat dafür 2.000 Euro bezahlt, ja? Ja. Nur Druck. Also es ist ein Druck, den jeder hat. Ja, ja, du meinst also, halt, es ist jetzt nicht so einmalig, es ist nicht limited, gar nichts, ja. Nichts limited, so, weißt du? Und er fragt auch gleich, dass er mich voll feiert und bla, und ob ich ihm eine Leinwand verkaufe. Ich sage, klar, kein Ding. Er sagt die Größe, ich sage ihm so, ja, 1 Meter mal 80, so 600 Euro. Er sagt, wie 600 Euro, weißt du? Ja, ja. Zahlst du einen Druck, 2.000 Euro, kannst du eine Leinwand...
Und das ist noch untertrieben, 600 Euro, weißt du? Ja, die ja. Zeit, die man dort investiert und die. Naja, klar, na klar. Ich habe mich zum Beispiel, ich schenke zum Beispiel Freunden keine Leinwände mehr. Warum? Also, wenn sie eine Leinwand haben wollen, so, dann male ich deren Namen, weil die Wichser, ich habe ein paar Freunde gehabt, denen habe ich zum Geburtstag Mock-Leinwände verschenkt und die haben die verkauft. Weißt du, was ich meine? Diese Penner. Ah, was heißt das? Ey, Mock, ohne Scheiß, ne? Hör mal zu. Was ich dir schon die ganze Zeit mal sagen wollte. Du hast zwar gesagt in deinem Ausraster mir gegenüber hast du gesagt, Roos, ich wollte dich schon lange mal ficken. Ich wollte dir immer mal was sagen. Und zwar, ey, du hast so viele Storys auf Lager, ne? Warum schreibst du nicht mal an einem Buch oder so? Du hast doch so viele verrückte auch Fluchtsachen hinter dir. Das ist so verrückt, das musst du machen. Ich habe der Vater eines Freundes von mir hat beim Stern gearbeitet, der war Autor. Ja. Wir haben uns voll auf darüber unterhalten, so, das war vor der letzten Flucht gewesen, so, weil ich habe halt auch dort gelebt bei denen. Ja. Und der Typ ist bei einem Motorradunfall verunglückt, weißt du? Oh shit, ja. Dann, ja, so mit ihm hatten wir schon alles so vorbereitet, so dies, das. Das war zu der Zeit, wo, als Sido sein Buch rausgebracht hat, ich glaube, ein Jahr später war das. Ja. Ja, als Sido sein Buch rausgebracht hat, so ein Jahr später. Es liegt ja nicht an mir. Ich habe ja die Storys hier, ich kann die halt auch belegen, so mit dem ganzen Portfolio, was ich habe. Klar, klar. Videos und so. Ja, du musst ja im Prinzip, ist das ja nicht schwer. Ja, aber Mock, das ist ja nicht schwer. Du musst ja, ich würde mal an deiner Stelle anfangen, das schon mal zu sammeln auf Papier. Ja, sammel doch. Und da, du brauchst einen Verlag auf jeden Fall und dann suchen die dir auch ein Auto oder die helfen dir ein Auto zu suchen, ja. Aber sage mal, ja, wie lange willst du denn noch auf Flucht bleiben? Was ist das für eine, also was ist die, der Weg, wenn ich fragen darf? Also ich will dich nicht in Gefahr bringen. Ha? Es ist ja jetzt keine Flucht mehr. Also, ist verjährt oder was? Nee, ist auch nicht verjährt. Also das Ding ist, ich bin in der Türkei und Interpol und Türkei haben kein Abkommen. Ach so, also die Türken liefern mich aus. Ja, ja, stimmt. Die waren hier, ich wurde befragt. Ich meinte so, ich weiß nicht, worum es geht. Ich wollte nur Urlaub machen in der Türkei. Jetzt lebe ich hier. Und das Problem ist, jedes Mal, wenn ich zum Beispiel einen Antrag stellen würde, in der Akte, so weißt du, oder Akten oder mal den Anwalt fragen lassen will, bei Gericht, ey, wie lange dauert das noch? Jedes Mal, wenn du fragst, verlängert sich die Verjährungsfrist um ein Jahr. Diese Wichser sind okay. Normalerweise wäre es jetzt 2023, im Oktober wäre es verjährt. Aber wir haben zweimal Anfragen gemacht und deswegen haben wir jetzt wieder zwei Jahre Minus. Und ich meine, mittlerweile, ich lebe ja hier, so weißt du. Ja. Nee, klar. Ich bin ja in meiner Heimat. Ja, klar. Weißt du, alles cool. Also, Ja, hier ist cool. Ich habe hier eine weiße Weste, Mann. Ist voll cool. Du kommst in eine Bullenkontrolle, die dauert 10 Sekunden. Ja, Passnummer wird abgefragt, zack, weiter. Ja, normal. In Deutschland kommen sie und bringen dich noch nach Hause und dann nehmen deine Wohnung noch raus, wenn du so weißt. Ja, und mal gucken. Also Buch ist schon seit längerem geplant, aber ich habe doch voll viel Stress gehabt mit Spotify. So, ich habe erst jetzt meinen Account wiederbekommen. Ach so, ja, was war da denn los? Da hast du ja geschrieben irgendwie. Ja, irgendwie, ich wollte mich anmelden bei Spotify und sehe so einen Mock-Account, dann gucke ich so, sind so zwei alte Vertriebe von mir. Da gab es so einen Vertrieb, der heißt so Orchard, ist so ein Untervertrieb von Sony BMG. Ja, Orchard, gehört Sony, ja. Genau, da in Ahrensburg sind die, so ein Italiener, ist das Manlio, keine Ahnung, wie der heißt. Ja. Jedenfalls habe ich die angeschrieben. Ich meinte, hey, guck mal, der Vertriebsdeal ist schon lange vorbei. Ja. Und wenn du bei dem Vertriebsdeal keinen Vorschuss genommen hast, dann kannst du ihn laut dem alten Vertrag nach einem Jahr kündigen. So, ja, du kannst ja einfach rausnehmen. Ja, klar, du kannst ja Musik mitnehmen, ist ja klar. Genau, ja. Habe ich gemacht. Und 4 Jahre jetzt hat es gedauert, bis die es rausgenommen haben. Die ganzen, ich weiß jetzt nicht, da sind jetzt keine riesen Summen entstanden, aber da gibt es bestimmt schon eine Summe. Ja, klar, das ist ja die Masse, macht es einfach. Ja, und ich gehe, will mich anmelden bei Spotify, geht nicht, will die Alben hochladen, geht nicht, kann meinen eigenen Namen nicht benutzen. Das hat jetzt wirklich ein Jahr gedauert und im Februar, Ende Februar ist jetzt, mussten die jetzt alles runternehmen. So,
Ja, und ja, jetzt müssen halt nur die Waves und ich bin jetzt bei iGroove. Ja. Dann die Lucom so. Ah, korrekt, dann kümmern die sich. Ja, dann kümmern die sich erstmal darum. Auf jeden Fall, ja, das finde ich gut. Ich habe es halt auch so gemacht, so, dass ich den prozentualen größeren Teil gebe, so dass ich damit nichts zu tun habe. Ich habe keine Nerven für Rap. So. Also ich will ja, normal. Nichts mit dem. Mein Deutschrap ist zu krass, Alter. Das kann man einfach nicht beschreiben. So. Einfach. Aber du, ich, also wenn. Es ist nur am Rodeln. Ja, ich finde, ganz ehrlich, deine. Das Potenzial ist eigentlich, liegt das ja in diesem Graffiti-Welt. Du bist da ja sehr unterwegs und auch bekannt in der Branche, auch in dieser Welt. Du solltest eigentlich wirklich anfangen, kommerzialisieren und konzentrieren auf diese Geschichte mit Leinwände, mit Ausstellungen, mit diese Filme. Das solltest du gerade in der Türkei. Guck mal, ich habe mit einem Türken auch Kontakt. Ich war früher Fan von dem. Dann war der lange verschwunden. Vielleicht kennst du den noch. Der war verschwunden, Alter. Ich war so Fan immer. Und dann habe ich den wieder. Cowboy. Cowboy? Ja. Ich bin mit Bruder, das ist Cowboy und Mox sind wie Juden und Adolf Hitler. Oh, Scheiße, sag sowas nicht auf Twitch, Alter. Achso, Entschuldigung. Ja, mögt ihr euch echt ja, nicht? Hasst ihr euch? Auf gar keinen Fall. Wegen so Berlin-München, wegen Berlin-München oder was? Nee, der hat irgendwann mal so einen Spruch gemacht und dann, ich meine so, okay, er ist zwar Cowboy. Dann kam irgendwann mal so ein Spruch, ich weiß nicht ganz genau, wie der Wortlaut war, hat sich irgendwie lustig gemacht über mich. Und dann dachte ich mir, Mann, du alter Penner, 92 hast du deine letzte U-Bahn gemalt, ja, du Wichser, ich riech nach Tunnel, ja, was willst du mir erzählen? Weißt du, ist vorbei. So, seit 20 Jahren kennt dich keiner, so, und ich habe auch mit ihm Problem gehabt, so, ich will den jetzt hier nicht niedermachen, so irgendwie bei Twitter. Ja, ja, nee, machen wir nicht. Ist halt so. Weißt du, ist halt so eine Legende für sich. Ja, der ist halt. Du weißt doch. Er ist aufgetaucht. Freunde von mir helfen ihm sogar. Ja, Freunde von mir machen gerade sein Buch und so, weißt du? Ja, der ist auch. Aber okay, ich gönne. Da hat sich jemand auch. Ich hab total vergessen, mich zu melden. Eigentlich hatte sich vor kurzem mal so ein Dude gemeldet. Harun oder ja, sowas. Hä? Ach so. Harun, du meinst hier Dings. Ich habe keine Ahnung, also ich kenne den nicht, der hat sich bei mir gemeldet, ob ich bei der Doku mitmache, irgendwie so ein Interview gebe für ihn und dann habe ich jetzt verpeilt, mich zu melden, ich wollte das machen eigentlich, weil das war so ABC-Crew, du weißt doch, hier Cowboy und wie hieß der andere, One ABC. Ja, von der ABC-Crew, ja. Ja, das war, Bruder, der ist King, Alter, der One. Du weißt doch, der hat auch Azaz. Ja, One ist der absolute König, Alter. Da geht gar nichts. Auch seine eigene Kunst, eigene Schrift, eigene Figuren. Bruder, er ist der King. Naja. Er hat doch richtig was im Kopf. Er ist so, die Leute erzählen so, dass er halt voll auf Trip oder dies, das. Der Typ ist einfach eine Maschine. Ja, Mann. Also für mich, in Europa, er und dieser Motu. Ja, Motu ist Killer. Motu. So was er malt und so. Sein Malen ist andere Welt. Und ja, Motu. Und dann stehst du an der Wand und denkst du, wenn du mit dem malst, ist es vorbei. Du hast gar keinen Bock mehr. Ja, ja. Also Motu war immer früher auch diese Sachen, die der mal gemalt hat. Das war immer auch, ja, das ist eine andere Liga, Mann. Ich meine, aus heutiger Sicht, ist, wenn du so überlegst, was er früher schon gemalt hat. Weißt du, wenn ich auch super krass fand, immer super krass, wo ich immer dachte, Alter, so, ich werde nie so gut sein wie der, war Toast aus der Schweiz. Kennst du den noch, Toast? Der hat diese... Echt, ja? Auch so immer so ein Ding gemacht. Ach doch, warte, habe ich sogar letztens bei Wiki nachgeguckt. Von dieser SUK-Crew, von Stick-Up-Kids ist der, glaube ich, auch. Mit Tattoo in einer Crew und so. Kann sein, der hat immer diese Fliegen gemalt mit Riesenauge und so. Also so ein bisschen charaktermäßige. Ja, immer mit Rot und immer mit so Rot und Blau. Also immer diese Gegenfarben, immer so rotes Licht, so bla. Alter, kann ich gar nicht beschreiben, auf jeden Fall krass. Toast, der hat auch dieses Meist gemacht. Du? Der hat auch Cover gemacht von Fettes Brot. Das kann sein. Daran mit dem Auge. Ich auch. Immer nur, wenn es um Graffiti-Cover geht, erinnere ich mich immer nur an das Azad-Cover von Von. Von, das ist Legende. Das war Legende, Alter. Ja, und natürlich darf man nicht vergessen, jemand, den du natürlich auch aus Agro-Zeiten kennst, Spectre. Auch fast mehr... Ja, Erik ist auch krass. Ja, Erik, das vergisst man immer, weil man so eng ist mit dem, ne? Aber der ist wirklich überkrass. Ich hatte ja überkrass.
zwei Tattoos von mir. Habe ich von ihm malen lassen. So. Ah, krass. Dieses Maxim und das letzte Tattoo. Ja. Und ich hatte Geburtstag, wir waren im Studio und irgendwas wurde aufgenommen. Ich glaube, Ansage 5 wurde gemacht. Ich hatte zu der Zeit Geburtstag und dann haben mir alle was geschenkt. Der hat nichts gehabt. So. Und dann meinte er so, ja, bla, ich schenke dir ein Tattoo und so. Ja. Und dann dachte ich mir, so was mit ihm los, so, das ist doch sowieso, was man so einfach so kriegen kann. So. Dann hat er sich hingesetzt, ey, das hat 5 Minuten gedauert, das war so krass. Ja. War so krass. Aber wer noch krass ist, ist Scotty. Scotty, ja. Hier aus Stuttgart? Aus Stuttgart, der ist auch einer der krassesten. Ja, ja, also, den habe ich ein paar Mal getroffen auch. Man, so, dieser Spirit so von früher, Hip-Hop und so, ganz ehrlich, so die, also vielleicht gibt es halt so Leute, keine Ahnung, über 30, so Mitte 30 vielleicht oder so, die halt noch ein bisschen was mitbekommen haben, so, aber ey, dieser Spirit von Hip-Hop, so, den gibt es ja nicht mehr. Es ist vorbei halt. Es ist ja, guck mal, früher war das ja eine Szene und eine Nischensache auch. Es ist ja, das ist ja Mainstream alles. Es ist ja vorbei. Wir sind halt. Mann, das war so, mit Internet ist auch dieses Graffiti-Ding kaputt. Ja, ja, voll, voll. Das meinte ich doch vorhin. Guck mal, früher war so, ich bin in eine andere Stadt gegangen, ich habe Tags verfolgt, ich habe Bilder geguckt, ich habe, für mich war, das war so rausfinden, ein Mysterium. Ich habe jahrelang einen Graffiti-Typen geil gefunden und ich hatte ihn nie im Leben getroffen, nur anhand der Bilder wusste ich, wer das ist. So mäßig, ja. So, das war so eine Mystik dahinter. Aber heute, du weißt genau, wer das ist, du weißt seinen Klarnamen. Ich wusste jahrelang von meinen Helden nicht mal, wie die aussahen, wie groß, wie klein die waren. Du kannst nur die Kunst. Das war Graffiti für Graffiti. Das, heute ist anders, Bruder. Das, also, es ist anders, alles ist anders. Und ich muss sagen, ich bin nur traurig beim Thema Graffiti. Bei allen anderen ist egal, gibt es auch Vorteile. Aber beim Thema Graffiti, ich muss sagen, das ist gestorben für mich. Also das, was... Heute ist alles mal, Grafiker. Ja, guck mal, zum Beispiel Flair, ja? Ja. Ich hab ab und zu mit Flair meine Probleme so. Keine Ahnung, warum, wieso. Ja, weil ihr beiden Dickköpfe seid, deswegen. Ja, also wir ähneln uns, ja? Und ich sag dir ganz ehrlich, Mann, ich habe noch nie mit einem Menschen so krass abgelacht wie mit Flair. Ja, glaube ich. So, weißt du? Ja, auch mit Farid. Oh, ich habe auch mit Farid viel gelacht. So. Krass, ja. Aber Flair... Krass, wusste ich gar nicht. Mann, ihr habt schon mal gelacht zusammen, ey, das ist doch Wahnsinn. Ja, Mann, ey, ich kenne Farid vor diesen. Alle Leute, die hier sind, haben Farid nicht gekannt, wo ich ihn gekannt habe. So. Krass. Ich war mit ihm, ach, so, weißt du, wir waren in Kreuzberg unterwegs, dies, das. Ich hatte Stress mal in so einem Club, so Farid war am Start, so. Alle anderen waren so voll, aber er war am Start, so, weißt du? Krass. Ich mag ihn ja auch. Und der ganze Beef und so, den ich halt habe, so, ist halt wegen diesen Leuten, mit denen ich früher Mucke gemacht habe. Zu Bassbox-Zeiten war ich glücklich, weißt du? Da ging es, wo ich dieses Fick MOR-Album gemacht habe. So, ich bin halt ins Studium gekommen, ich wollte Gras kaufen, so. Ich habe keine Ahnung, wie Deutschrap gab. Ja. Ich habe MC Bastard, habe ich am Train kennengelernt. Ah, krass. Den habe ich in Kreuzberg getroffen. Und dann bin ich mit einem Kumpel dorthin gegangen und der meinte, ja, hier kann man Gras holen, komm so rein. Das ist da so eine Horde, Bilder, Deutsche, so, weißt du? Ja. Ich so, wo bin ich hier gelandet? Mitten in Kreuzberg. Und es war bei Marcon im Studio. Ja. Und dann bin ich rein, dann kam Toni, ich habe von Toni Gras geholt, so, der hat gerade so Beats gehört. Und dann habe ich ein Beat gehört. Ich meinte, hey, kann ich darauf rappen? So. Ja. Die haben mich alle angeguckt und so, was? Dann habe ich diesen ersten Track von Fick am Euer, diesen Huren so mit Toni auf. So bin ich in Rap reingekommen. Krass. So Gras holen. Ich ficke meinen Ticker. Wäre mein Ticker am Start gewesen, so wäre ich niemals in dieser Dreckstehen auf. Ich schwör's dir. Oh Mann. Was zum Glück. Nach und nach. Und wie gesagt, mit Flair verbindet mich halt so, wenn es irgendwas trennt, so verbindet mich immer dieses, Mann, er ist Graffiti-Maler, so, weißt du, und er hat auch viel gemacht, ich weiß es, so, weißt du. Ja, ja, klar. Trotzdem denke ich, ich bin besser wie er, so, weil ich habe anderen Style, so, dies, das, weißt du? Er meint meinen Style. Ja, er denkt, er ist besser, ich denke, ich bin besser. Okay, ich kann damit leben, habe ich kein Problem damit, so, weißt du? Ja. Deswegen. Und das verbindet mich halt mit ihnen, auch wenn wir uns halt streiten und beleidigen und so. Jetzt, seit einem Jahr, ich habe Ruhe, ja, ich habe keinen Stress mit Flair. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall, Mann. Mann, Hip-Hop, das hat sich komplett verändert, Mann. So, und guck dir an, was jetzt alles möglich ist, so wie schnell man jeden erreichen kann. Es ist, du hast nicht mal Zeit, über etwas nachzudenken, so. Und ja, deswegen so mit dir, ey,
Also ich sag's jetzt nochmal in aller Öffentlichkeit so, das mit China tut mir leid. Ja, ist gut. Ist wieder einer dieser Momente gewesen, so, wo man keine Zeit hat nachzudenken. Ja. Wenn man von allen Seiten liest das und auf einmal so kommt dies, oh, okay, ich bin auch Vater, bla. Aber man denkt halt immer nur an die eine Seite, so, weißt du, und nicht an die andere Seite. Und dann, als dann so alles schon gelaufen ist, so, war es ja noch zu spät, war jetzt auch nicht so. Aber meine Freunde sind gute Freunde. Ja. Normalerweise ist immer dieses Jahr, auch wenn du Unrecht hast, stehen deine Freunde zu mir. Aber ja. Viele Freunde haben mir auch geschrieben, so, ey, was machst du da und so, bla, weißt du. Ja. Siehst du das? So, diese Hater aus dem Internet, so, ich habe mehr mit Hatern wahrscheinlich aus diesem Chat zu kämpfen gehabt, so, weißt du, als mit meinen eigenen Hatern, so. Meine eigenen Hater waren dann, auf einmal gucke ich so, obwohl sie meine Hater sind, sind sie auf meiner Seite gegen China und so. Ich denke so, was ist das für eine verschobene Welt hier, du weißt du? Sag direkt. Und die haben meinen Account gelöscht. Ich hatte so einen Account mit 8.000, 9.000 Leuten, so, den haben die vor einem Tag nach dem Beef wurde der gleich gelöscht. Ach, scheiße. Irgendwelche Gruppen, bla bla. Aber egal, ist halt Instagram. Ist halt voll krass. Und Internet ist halt gefährlich, Mann. Internet ist echt gefährlich. Ja, voll. Du hast keine Zeit, über irgendwas nachzudenken. Du bist gleich geladen und machst gleich Action. Ja, voll. Entscheiden zu schnell, reagieren zu schnell. Das ist unglaublich. Ja, und deswegen, man weiß nicht so, das ist halt so ein Lauffeuer und die Leute müssen, ja, aber es ist zu spät. So, ich sage immer so, der Nagel der Welt ist raus. Den kann man nicht mehr einschlagen. Du weißt, es platzt alles. Keine Ethik, ich selber auch nicht. Ich denke voll vernünftig, aber in solchen Situationen so, wäre ich voll der Behinderte. Weißt du? Ja, voll. Aber wahrscheinlich liegt es auch daran, so, guck mal, mein Rap-Ding, so, was ich so durchgemacht habe, klar gab es bei uns zusammen halt so. Aber guck mal, wir waren eine coole Crew, die Sekte, so, weißt du? Ja. War alles cool, aber du hast halt gemerkt, jeder hat halt Verantwortung. Ich denke mir so, ey, jetzt musst du ins Studio gehen, halt ein Album aufnehmen, da sind 8 Leute, so, weißt du? Ja, ja. Bla. Kein Bock, also gehe ich auf die Straße und ticke so. Begib mich in Gefahr. Aber hey, von irgendwas musst du ja leben, so weißt du? Ja, voll, voll. So, und Sido macht sich keinen Kopf um dich. Weil Sido hat seinen Verlagsvertrag bekommen, dies, das. Hat er seine Millionen von Universal und so. Und das ist genau das Problem, so, was wir alle haben, so in Deutschland. Es gibt halt wenige Cap. Ich erwarte nicht von Sido, dass er mich irgendwie hochzieht oder so, bla. Aber was Freundschaft im Crew angehört, so, ist ein normales Verständnis. Man guckt dir Wu-Tang an. Wu-Tang hat keinen liegen lassen. Alle anderen Crews, was Eminem und so, bla. Diese ganzen amerikanischen Beispiele so, wurden in Deutschland nicht übernommen, so, weißt du, was Freundschaft angeht. Hm. Das ist halt einfach, deswegen ist halt Deutschrap für mich einfach nur. Ich denke, unwichtig. Ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt in Deutschland ja auch Crews, die zusammen, aber ich weiß, was du meinst. Du hast ja wirklich eine bewegende Geschichte. Ich will dir nicht mal sagen, hinter ja, dir. Da liegt ja auch noch vor dir, aber. Ja, aber guck mal, weißt du, was auch das Problem ist, so? Ja. Ich muss dir auch die negativen Sachen erzählen, so. Ich habe keinen Bock auf die negativen Sachen von den Leuten, mit denen ich mal cool war. Ja, das ist halt klar, aber das gehört ja dazu. Ansonsten so, weißt du? Ja, klar. Ja, aber das ist halt scheiße, so, weißt du? Weil aber ihr wart halt damals, also wo du jetzt Sido sagst und so, auch Flair und so, ihr wart die absolut neue Welle, so. Ihr wart so eine krasse neue Welle für deutschen Rap, so. So, also mit Agro und so, da war. Also vieles, was ihr damals falsch gemacht habt, in Anführungszeichen falsch, ne? Wo ihr noch gelernt habt, machen die Leute heute ja auch anders. Aber diese, es ist halt alles auch krass professionalisiert heute, ne? Ist alles auch ein bisschen anders. Es gibt nicht mehr Each One, Teach One, es gibt keinen Cruise mehr und so. Es ist alles nur noch Signing, Vorschuss, Releasen, Recoupen, diese ganze Scheiße. Nicht Recoupen, Droppen, TikTok, dies, das. Ja, Mann. Oh, shit. Oh. Ey, ihr glaubt's nicht, ne? Oh, shit. Jetzt ist mein Akku leer gegangen. Mock, wenn du das noch siehst, Brother. Akku ist leer. Lass uns ein andermal einfach weiter quatschen. Danke für den Call. Ich denke, das war ein nicer Call.